Hallo, Minecraft-Freunde, weiter geht's in Pistenhaus Survival Staffel 2 und ich laber immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ich halte jetzt den Mund. Denn Yama und ich, wir haben ein Gute-Laune-Geschenk für dich vorbereitet. Genau, wir haben nämlich, wir waren fleißig, als du weg warst. Pass auf, Yama hat noch mehr Pistons abgebaut. Guck mal, das ist unser Gute-Laune-Geschenk für dich. Und du verstehst, was wir meinen. Und das ist gleich sogar noch, dass du nicht einfach nur guckst und dich freust, sondern du darfst da sogar was mitmachen. Genau, guck mal, zum Beispiel hier ein kleiner Tipp: Hier gehören zwei davon hin. Nein! Ist nicht euer Ernst! Und jetzt darfst du wieder gucken, wo die anderen alle hingehören. Das ist wie eine Schnitzeljagd. Genau. Wenn du nichts mehr hast, dann hast du alles richtig. Nein, gemacht. Leute, ich wollte eigentlich in den Nether. Ich wollte jetzt Quarz besorgen, damit du deine Comparator bekommst. Jetzt willst du nicht mehr in den Nether. Nein, irgendwie nicht mehr. Ich muss jetzt nur finden, wo. Ja, jetzt musst du die anderen nur noch finden. Ist nicht euer Ernst. Wir können ja heißer und kälter sagen. Aber erst wenn wir es eine Weile lang nicht gefunden haben. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo überall wir es abgebaut haben. Nee, aber halt so gut verteilt überall mal. Ja, irgendwo. Ist schon. Okay, das stimmt noch. Während Meta sucht, wollen wir beiden schon in den Nether gehen und eben das holen? Was brauchst du denn? Quarz. Quarz? Warte, ich glaube, ich habe irgendwo welches. Ah, super. Und letzte Folge suchen wir so, oh, wo ist das Quarz? Warum sind hier Blöcke draus gemacht worden? Nein. Mein Idiot hat hier Blöcke aus dem Quarz gemacht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich in den Nether. Okay. Wenn ich bloß wüsste, wo ihr das abgebaut habt. Immer mal so ein bisschen versteckt auch manchmal. Auch mal unter dem Pistenhaus gucken. Was? Also ich meine, es ist jetzt nicht einfach nur die Leitung direkt hinterm Knopf oder so. Richtig. Manche Systeme funktionieren sogar noch teilweise. Erst haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten abgebaut, die offensichtlich sind. Aber dann warst du immer länger weg und dann dachten wir uns so, ach komm, wir gehen mal tiefer in die Schaltung rein. Also auch mal unter das Ganze, unter den Spaß hier unten, unter dem Drucker, da ist ja auch eine ganze Menge. Dann. Ja. Und jetzt kommen wir gehen in den Nether, bevor wir zu viel verraten. Und vielleicht noch ein heißer Tipp, nicht alles ist innerhalb des Druckers, was wir... Ne? Wo geht's denn hier eigentlich hier? Nein, ne? Ja. Weiß ich nicht. Da. Oh, vielleicht soll ich eine Spitzhacke mitnehmen. Ich hab eine Spitzhacke. Ich kann mein Inventar nicht mehr öffnen. Natürlich nicht, weil das noch lädt. Esekopf hier. So, also, ich hab eine Spitzhacke für dich. Bitteschön. Putin. Oh. Wo ist denn? Halt, warte mal. Ich hab sie gerade ins Portal reingeworfen. Klasse. Hast du fein gemacht. Wir mal gucken. Werf noch ein paar Sachen hinterher. Nicht, die sammel ich doch alle auf. So, ich suche jetzt Quarzblöcke hier. Das funktioniert. Zombie-Pigments und so greifen einen nicht an, oder? Was? Zombie-Pigment? Nö. Gut, die greifen nur wenn du sie angreifst. Ja, gut, das ist gut, das gefällt mir. Schöner Spielmodus wäre, wo alle Viecher passiv wären. Eieiei. Du wolltest Dingens, ich bin mal für ein paar Sekunden AFK. Ich mach bei mir kurz Aufnahmekarte und bin für ein paar Sekunden AFK. Ich bin gleich wieder da. Ihr könnt ruhig weitermachen. Jetzt ernsthaft? Machst du für ein paar Sekunden den Cut? Ja, also für 180 Sekunden oder so. Aber gleich lange. Das sind 3 Minuten. Welchen Sinn macht der? Keine Ahnung. Okay. Die Systeme sind in Ordnung. Ah ja, ein Lava-Sieb. Weiß ich nicht, wo ihr noch was gemacht habt. Ehrlich gesagt, weiß ich das so genau auch nicht mehr. Macht mir gerade Sorgen, weil eigentlich funktioniert ja alles. War ein paar Sekunden, ne? Das waren aber keine 180, das waren vielleicht 20, 10, 20. 180 wären immer in 3 Minuten gewesen. Leute, wo habt ihr das abgebaut? Weil eigentlich funktioniert doch alles. Du suchst doch einfach. Hast du es immer noch nicht gefunden? Okay, so langsam wird's. Weil die Systeme funktionieren doch. Dann hast du nur noch nicht genug gesucht. Ich hab doch gesagt, manche Systeme funktionieren noch teilweise. Nee, nicht teilweise, sie funktionieren einwandfrei. Offensichtlich nicht, weil es fehlen ja Teile. Richtig. Oder wir haben die Systeme aus Versehen kompakter gebaut, als wir wollten. Oder manche Sachen sind nicht sofort ersichtlich. Ich meine, solche Fehler treten bei mir auch gerne mal auf.
Beispiel, dass wir zum Beispiel ein Lichtsystem und den Teppichwechsel zusammengeschalten hätten, aus Versehen. Was? Nein. Das wäre mir aufgefallen. Ja, das war jetzt ja nur ein Beispiel. Der Teppichwechsel, das mit den ganzen Kolben unten im Untergrund? Ja, und der funktioniert. Sicher? Ja, weil den habe ich ja getestet. Habe ich Knöpf gedrückt, weißt du? Aber zum Beispiel die automatische Baumformmethode. Ja, da weiß ich, dass du da noch nie was zugemacht hast. Nee, da weiß ich auch nicht, was für ein System er da gebaut hat. Ja, dann krieg's mal schnell raus. Nee, das könnt ihr nicht machen. Doch. Das ist doch nicht mein System. Ja, dann lern's und dann mach ganz. Ja, nee, ist klar. Ihr macht ganz. Nein. Wieso sind die überhaupt alle hier? Die dürften hier gar nicht sein, die Spinnen und so weiter. Die Spinnen ja wohl, die Spinnen. Mal dran gedacht, dass es dunkel sein könnte. Sollen wir mal ein paar Tipps geben, wo die Schaltungen sind, die kaputt sind? Aber nicht so kompliziert. Also wir machen es jetzt als Rätsel. Also genau. Ich sag dir quasi als Rätsel, wo das quasi ist, wo wir das abgebaut haben, okay? Also, hör gut zu, ne? Ich höre. Ich bin blau, ich wohne in der Nacht und ich produziere das Item, das lacht. Das ist mein Rätseltipp. Das Item, das lacht? Was? Ich bin blau, ich wohne in der Nacht, ich produziere das Item, was lacht. Wenn du jetzt einen Farbstoff meinen würdest, hätte ich auf Indigo getippt, weil Quatsch, hätte ich nicht. Geht's ja runter. Ein Item, das lacht, das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist ein Rätsel, da musst du mal ein bisschen nachdenken. Das ist. Nee, der funktioniert nicht, was ich wollte. Egal. Ich habe jetzt ein bisschen Quarz bekommen. 11-mal Quarz, reicht das? Ich habe 55 Quarz. Okay, das reicht. Wo geht's denn wieder nach Hause? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube immer der Seite von dem Koppel mit dem Fackel, mit der Fackel folgen. Da ist ein Pigman hier gelandet plötzlich im Haus. Platsch. Ich habe keinen Plan. Ich mich nicht. Vor allem ich, warte mal. Bitte, lieber Gast, schieß mich nicht ab, während ich hier irgendwo an. Irgendwo rumklettere. Metos, soll ich den Tipp geben? Hast du doch schon. Nein, ich mag keine Rätsel. Nicht? Na gut, dann geben wir dir keinen Tipp. Gut, dann nicht. Ich mag nur Lösungen. Na, die sollst du ja finden. Wenn du die selber findest, freust du dich dann viel mehr, wenn du es rausgefunden hast. Nein, ich bin einfach nur stinksauer. Ich kann da nicht. Weil dann hast du das selber gemacht. Weil ich freue mich noch. Ist, ist fast so schön wie was Geklautes. Ah, ich dachte, ich hätte hier alles ausgeleuchtet. Offensichtlich nicht. Wisst ihr, wie man Komparatoren craftet? Ja, aber ich verrate nicht. Eine links in der Mitte, eine okay, oben. Okay, Vorschlag. Pass auf, Vorschlag. Mitte. Du craftest für mich einen Komparator und ich zeig dir, wo was abgebaut ist. Dazu brauche ich Dings. Komm hier nach oben. Kann ich dir geben. Ich warte hier im Eingangsbereich, da bin ich gerade. Hast du auch die Eingangstür mal ausprobiert? So, warte mal. Ja, leck mir am Arsch. Ey, Entschuldigung. Bitte. Entschuldigung, ich wollte ja nicht fluchen. Aber ich bin gestorben. Ist selber schön. Ja, F7 brauche ich mal. Wo kommen denn die her? Metos, wie wär's mit hochkommen? Bin hier am Eingangsbereich. Ja, ich suche gerade die Ecke, wo die Viecher alle her spawnen. Da drin. Ja, und wenn du jetzt zum Eingangsbereich... Natürlich, da drin ist ja ein Stock dunkel. Craftest, aber die können da ja nicht durch, Metos. Da kommen ja da nicht raus. So. Und also, wenn du hier im Eingangsbereich einen Komparator craftest, kriegst du von mir als Dankeschön gezeigt, wo was abgebaut wurde. Hier, ich hab hier Nether Quarz drin, Metos. Jetzt komm! Ich hab gerade noch ausgeleuchtet, sonst haben wir hier noch mehr Viecher. Ich brauche fünf. Für fünf Komparatoren kriegst du von mir einen Tipp. Also zeige ich dir, nicht einen Tipp, sondern ich zeige dir fest, verbindlich, wo ich was abgebaut habe. So, jetzt erstmal. Wo du was abgebaut hast. Ja, wo ich was abgebaut habe. Gut. Jetzt kannst du natürlich auch dealen, Yama. Ich dealen. Tauschen. Was will ich denn? Wissen gegen, ja, was auch immer du willst. Metos, wenn du mir einen Stack TNT gibst, zeige ich dir, wo ich meine abgebaut habe. No deal.
Es stand nicht zur Option. No deal. Das stand nicht zur Option. Für mich steht sowas immer zur Option. Aber es geht ja nicht um dich, es geht um mich. Ich habe aber meinen Timer leider zurückgesetzt. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange das Video noch dauert. Ah, es geht noch 5 Minuten 45. So, am Ende des Videos lösen wir auf, wo wir alles abgebaut haben. Okay, dann gehen wir schon mal den ersten Comparator. Wo bist du? Oder wenn ich den Stack TNT kriege. Hier bin ich. Dreh dich doch um. Hallo? Okay, das ist schon mal ein Anfang, aber ich brauche noch 4 weitere. Nitos, brauchst du Cleanstone? Ja. Weil du wartest auf irgendwas. Mach sie bitte nicht weg. Ich habe 21. Dann gib sie mir bitte. Wieso sprichst du nicht mit mir, wenn ich was will? Ich krieg schnell mal irgendwelche Sachen. Ja, weil du so irgendwo klaust. Naja, aber das ist effizient. Warte mal. So. Das passt. So, da haben wir die Comparator. Dupi! Sag mal. Also. Muss es erst verifizieren? 3? Warte. Ich brauche Essen. So. Drei fehlen. Was? Bei fehlen. Was fehlt? Bei. Ich brauche 5. Ach, du brauchst 5? Ich habe nur 3. Guck, ich habe 3 verstanden. Der will immer, dass du zu kurz kommst. Der mag dich gar nicht. Oh. Was? Unverschämt. Aber Jana mag mich, oder? Aber sowas von. Ist klar. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Gar nicht geheuchelt. Ja, vor allem hat sich das angehört wie so eine Hotline-Werbung. Irgendwie 0800 Yama. Wenn es die wirklich gibt, nicht anrufen. Yama, dann so ein ASCII-Formatierung, ne? Oder nee, so. Wenn du Yama hast du noch wenn, zwei. Dann, wenn da Buchstaben steht, du hast ja, doch stimmt, manche stimmt, Telefon stimmt. Hast du da ja Buchstaben okay, stehen und dann tippst Yama, du das willst du zeigen? Gut, da zeig ich. Der Typ hat nämlich nur 2 Stellen was gebaut. Komm mit. Aha. Einmal fehlt hier was. Hä, das System funktionierte doch. Nicht diese Hälfte. Okay, da fehlt ein Repeater. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ah! So. Und einmal hier hinten. Hier fehlt auch was, aber ich weiß nicht mehr genau wo. So, wo? Hier? Ja, hier hinten irgendwo bei 1 dieser beiden. Warte. Kann er auch noch gleich eben zeigen. Ich bin auch fair, weil Yama dir was gezeigt hat, wo was fehlt, zeige ich dir auch noch eben, wo was fehlt. Warte mal, das geht da lang. Das geht da. Warte mal. Nee, das hier dann genau. Beenden wir den Part erst mal. Warte mal, das hatte doch funktioniert. Das ist die Dusche. Weiß nicht, aber hier in der Nähe war es auf jeden Fall. Ganz in der Nähe. Ich drück mal gerade. Hier, das ist die Dusche. Und die funktioniert. Einwandfrei. Das funktioniert auch. Die Wanne geht nicht. Doch, die geht. Nein, geht nicht. Die ging eben noch, als ich das erste Mal probiert hatte. Ja, vielleicht ist da irgendein Badzwisch oder irgendwas? Ich habe ja gesagt, dass manche Systeme teilweise oder nur manchmal funktionieren. Ja. Hier. Redstone. Jetzt. Und dann komm nach draußen und zeige ich dir auch noch eben, wo was fehlt. Jetzt geht's wieder. Wow. So, jetzt, warte. Ich muss aber hier das wieder reparieren. Am Eingangstreffen. So, Wanne. Gucken. Am Eingang. Okay, einmal frei. Gut. Kommst du zum Eingang, dann kann ich noch. Ja, bin unterwegs. Halt, warte mal. Hier fehlt ein Block. Warum? So. Jetzt aber. So, pass auf. Hier fehlt auch was. Die hatte ich doch wieder hingesetzt. Hm? Wieso sind die schon wieder weg? Nee, die hatte ich vorhin abgebaut. Ja, aber die hatte ich doch wieder hingesetzt. Nein? Ja, das weiß ich genau. Du alles weißt. Das weiß ich aber ganz genau, dass ich die wieder hingesetzt hatte. Ganz bestimmt nicht. Kommst du mit, so. Dann zeige ich dir noch die nächste Sache.
Leidest du etwa unter Gedächtnisverschwund? Jetzt warte mal. Nein, ganz sicher nicht. Okay, sicher? Das funktioniert wieder. Ich hatte es ja getestet. Okay, jetzt. Ja, aber nicht richtig. Los. Ja, Entschuldigung. Hierher. Achtung, Creeper. Ja. Ich hoffe, ich finde das jetzt. Warte mal, wo war die Baumfarm? Die Baumfarm? Ja, da war doch noch was. Bist du auf dem richtigen Weg? Hier hatte ich einen Kolben abgeboxt. Hier hast du einen Kolben abgeboxt. Da links, glaube ich. Da drüber war noch ein. Ja, da muss aber ein normaler Kolben hin. Dann habe ich den noch im Inventar. Da ist der. Ja, bitteschön. Und das ist Paints System übrigens. Also. Ja, und? Und Yama hat bestimmt auch noch irgendwo was, oder? Ja, hier hinten. Okay, warte. Beim Bad wieder. Warte mal, leuchten wir das mal bitte aus. So. Ja, ich hab's gehört. Das war das Bad. Und ich bin ja schon hier, beim Bad, ich komm hin. Ich hab hier irgendein Gemälde von irgendwas, keine Ahnung. Mach mal da hin. So, beim Bad? Beim Bad hatte ich, glaube ich, auch was repariert. Nee, doch. Da habe ich doch repariert. Was funktioniert? Was hast du denn hier? Die Wanne habe ich in Ordnung gebracht. Hä? Jama, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Nichts! Jama, du hast schon wieder zerstört. Nein, hat er Jama nicht. Okay, liebe Leute, ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.